Gut, dann machen wir weiter mit unserer Einführung in die Forschungsmethoden der Psychologie. Wir haben ja den Bereich Studiendesign erreicht und sprechen ja darüber, wie man lege artis, also im Sinne seiner Kolleginnen, also des sozialen Konstruktes der Naturwissenschaft, Studien durchführt, und hatten uns zunächst den randomisierten Studiendesigns angefangen zu widmen und da am Anfang nochmal einiges an Begriffen wiederholt. Das machen wir jetzt nicht nochmal. Wir waren ungefähr bis hierhin gekommen. Das Entscheidende bei randomisierten Studiendesigns ist ja, dass die Zuteilung auf die experimentellen Bedingungen zufällig erfolgt. Also, dass die experimentellen Bedingungen nicht in den experimentellen Einheiten angelegt sind, also zum Beispiel, dass sie unterschiedliche unterschiedliche Patientengruppen untersuchen, sondern dass sie meinetwegen eine Patientengruppe haben, die sie dann zufällig auf zwei, zum Beispiel Therapieformen, die dann ihre unabhängige Variable, die Werte ihrer unabhängigen Variable bilden, aufteilen. Und so die tatsächliche Aufteilung einer Gesamtgruppe zufällig auf meinetwegen zwei Gruppen ist in diesem Schaubild, was ich irgendwie einfach, ja, ich finde es ein bisschen seltsam, deshalb zeige ich es immer, dargestellt ist. Also sie haben eine Gruppe, die wird dann zufällig aufgeteilt in zwei Gruppen. Wie sie konkret diese Zufallsaufteilung vornehmen, wenn sie das tatsächlich so machen, ist im Wesentlichen ja Ihnen überlassen. Man kann natürlich für jede Person da eine Münze werfen, man kann einen Zufallszahlengenerator nehmen, es gibt auch Webseiten, auf denen Zufallszahlen stehen. Oft macht man tatsächlich so eine pseudoartige Zufallsaufteilung. Eigentlich sollte man dann eher von Gelegenheitsstichprobe sprechen. Ich glaube, wenn man wirklich eine so eine Art klinische Studie macht, wo man wirklich an zwei Gruppen interessiert ist, dann wird man in aller Regel auch tatsächlich so eine Zufallsaufteilung vornehmen. Oft ist es aber so, dass man diese Gesamtgruppe zum Beispiel eher dann als Gelegenheitsstichprobe bezeichnen würde, also die Leute, die sich melden. Also es melden sich ja einfach Leute, die sagen, sie möchten eine Studie machen, sehen sie ja manchmal so Aushänge an der Uni, aber auch manchmal in öffentlichen Verkehrsmitteln, gerade in Berlin zum Beispiel, da sind dann immer so Charité-Studienwerbesachen geschaltet. Da melden sich halt Leute, und wenn sie den Einschlusskriterien einer Studie, die ja dann meist bestimmte Altersgruppen sich anschauen, dann je nachdem, was für eine Studie ist, vielleicht ohne irgendwelche meinetwegen neurologischen Vorerkrankungen oder so, dann ist halt ihre Gesamtgruppe erstmal so ein bisschen eine Gelegenheitsstichprobe, nämlich die Leute, die sich gerade gemeldet haben. Aber dann, wenn sie dann meinetwegen zwei Treatments vergleichen wollen, meinetwegen zwei Psychotherapien, dann würden sie ja durchaus das dann, nachdem sie dann eine Gesamtgruppe haben, die zufällig zuteilen, im Wesentlichen durch Münzwurf. Da könnten Sie natürlich auch, wenn Sie das so komplett random machen, Sie müssen sich da so ein bisschen überlegen. Sie wollen letztlich ja nicht, dass zufällig in einer Gruppe eine Person ist und in der anderen 20. Das kann natürlich auch sein, wenn Sie jetzt wirklich eine Münze werfen. Natürlich ist bei der Zufallsaufteilung auch, wie Sie ja hier auch sehen, irgendwie so mitgedacht, dass dann ungefähr die gleichen Gruppen da sind. Aber das können Sie natürlich auch machen, indem Sie sagen, okay, ich brauche jetzt für diese Gruppe einen, ich ziehe einen ohne zurücklegen hier raus, und dann ziehe ich einen hier hin ohne zurücklegen, und so gehen Sie dann da durch. Also da gibt es viele Wege. Es geht ja darum, und das dann auch nochmal zu wiederholen, es geht ja darum, dass bestimmte Dinge, die jetzt die verschiedenen Leute in der Gesamtgruppe mitbringen, dass die, also meinetwegen besondere Responsivität auf eine der Therapiearten oder meinetwegen höheren Eingangswert in einer Symptomatik, dass die zufällig auf beide, in diesem Fall beide Therapie- oder Gruppenbedingungen aufgeteilt werden und sich dann hoffentlich rausmitteln, wenn sie sie nicht messen. Und das ist ja das generelle Thema. Entweder machen sie das alles ein bisschen zufällig kontrolliert, also sie versuchen möglichst viel konstant zu halten, versuchen zufällig aufzuteilen.
Sie können natürlich auch, und das werden wir später auch sehen, bestimmte Dinge, die Sie denken, die einen Effekt zwischen zwei Gruppen verfälschen könnten, also konfundieren könnten, zum Beispiel unterschiedliche Bildungsniveaus meinetwegen, die können Sie ja auch messen. Da können Sie ja auch soziodemografische Ergebnisse oder meinetwegen auch ein Geschlecht meinetwegen, das können Sie ja alles auch erfragen und mit aufzeichnen und dann in Ihre Analyse mit aufnehmen. Das ist ja dann das große Thema Kovarianzanalyse am Ende des zweiten Semesters. Wobei so groß ist das Thema gar nicht, es ist nur eine Einheit, aber es ist ein wichtiges Thema. Das soll jetzt, war jetzt erstmal nur für den Begriff der Randomisierung, also zufällige Zuteilung von experimentellen Einheiten auf die Versuchsbedingungen. Wenn wir jetzt verschiedene Designs uns anschauen und diese langsam aufbauen, dann ja, gibt es diese Designschemata, die sind nicht so ganz schlecht, die sind relativ leicht zu greifen. Man kann dann so mittelkomplexe Designs auch in so Designschemata darstellen. Das mag dann dem einen oder anderen helfen oder der einen oder der anderen. Deshalb habe ich die jetzt hier auch drin. Man kann so generell so ein Designschema bei letztlich bei allen verschiedenen Studiendesigns, insbesondere natürlich auch bei randomisierten Studiendesigns, so darstellen. Ein R würde hier Randomisierung bedeuten. Ein O würde eine Observation bedeuten, also ein Test oder eine Messung. Meinetwegen, wir haben ja bis jetzt BDI gesehen. Und wenn das dann so oft sehen, also meinetwegen das Ausfüllen eines BDI-Fragebogens wäre ein O. Und mit einem X die Exposition zu einer experimentellen Bedingung. Und dann würde man in so einem Design-Schema wie hier das so machen. Jede Zeile bedeutet eine experimentelle Bedingung. Also wir haben hier zwei experimentelle Bedingungen. Und die zeitliche Abfolge geht von links nach rechts. Also erst wird zufällig durch Randomisierung die experimentellen Einheiten hier zugeteilt, genauso hier. Und dann findet eine Exposition in dieser Bedingung statt. Hier passiert einfach gar nichts. Da ist ja kein X. Und am Ende wird von beiden gemessen. Also hier in diesem Design genau, passiert das, was ich gerade erläutert habe. Die Bedingungszuweisung erfolgt durch Randomisierung. Nur eine Gruppe, nämlich diese hier, erhält das Treatment und beide Gruppen werden am Ende gemessen. Das ist so ein Beispiel. Und mit Hilfe dieser Designschemata schauen wir uns dann jetzt erstmal randomisierte einfaktorielle und dann mehrfaktorielle Studiendesigns an. Das ist eine Frage. Exposition heißt einfach aussetzen, also jemanden einer experimentellen Bedingung aussetzen, also zum Beispiel die Therapie anwenden für eine Exposition oder ein Medikament nehmen für die Exposition. Solche Art von Expositionen sind hier gemeint. Das ist noch nicht im psychotherapeutischen Sinne, im Sinne von Expo bei Angsterkrankungen. Also es muss nicht dann irgendwie auf ein hohes Haus gehen oder so heißen bei Höhenangst oder eben sozialen Ängsten auf irgendwelche sozialen Expos, sondern einfach die Exposition zu dem Treatment. Also es ist einfach so ein bisschen die Nomenklatur, die man da benutzt. Treatment kann ja auch irgendwas sein, das hat man, natürlich ist es immer so die Behandlung, Treatment, aber es kann ja auch, die Behandlung kann ja auch zum Beispiel der Dünger auf einem Versuchsacker sein. Das ist ja dann auch ein Treatment, aber das ist natürlich keine Krankheitsbehandlung. Speziell bei therapeutischen Dingen würde man jetzt quasi irgendeine Neuerung, die wo man jetzt denkt, die würde anschlagen, bei der Therapie würde man dann mit der einen Gruppe machen und der anderen jetzt nicht machen. Genau, das in diesem Beispiel ja. Also in diesem Beispiel würde man das genauso machen. Also hier, also wenn man jetzt die Frage hat, hilft meinetwegen Verhaltenstherapie oder kognitive Verhaltenstherapie bei Depressionen, und dann würde man nach diesem Designschema zufällig vermutlich dann depressive Patienten zuteilen auf die Gruppen, in der einen Gruppe die Therapie durchführen, in der anderen nicht und am Ende von beiden messen. Dass das nicht das beste Design ist, ist klar, aber das sehen wir dann auch noch, wenn wir jetzt verschiedene Designs uns anschauen.
Andere Fragen? Okay. Dann kommen wir zunächst zu einfaktoriellen Designs. Erstmal zur Definition, was das heißen soll. Randomisierte einfaktorielle Studiendesigns. Randomisiert heißt natürlich weiterhin, die Gesamtgruppe wird zufällig auf die experimentellen Bedingungen aufgeteilt. Einfaktoriell heißt ja, das ist ja diese Faktorsprechweise, Faktor und unabhängige Variable ist ja das Gleiche. Wir haben eine unabhängige Variable, die zwei oder mehr Level hat. Man kann auch ein Level haben. Üblicherweise hat man zwei. Man muss sich dann, das sind ja auch, und das muss man sich bei diesen Studiendesigns auch mal klar machen, das sind ja auch schon Modellierungsdinge. Also, dass man zum Beispiel, wenn man sagt, wie wir das eben gesagt haben, hier macht man eine Therapie und hier macht man keine, dann muss man sich halt fragen, was ist der experimentelle Faktor? Der wäre ja dann sowas wie Behandlung, und Behandlung wäre Psychotherapie oder keine. Irgendwie so, man muss da irgendwie ein bisschen versuchen, Worte zu finden. Es macht natürlich wenig Sinn zu sagen, also kann man auch, aber da muss man sich immer überlegen, was sind dann die Level. Also wenn man sagt, okay, der experimentelle Faktor ist hier Psychotherapie, dann sind die Level hier aber nicht Psychoanalyse und Verhaltenstherapie, sondern die Level sind ja, Psychotherapie findet statt, und nein, Psychotherapie findet nicht statt. Also man muss, oft fällt das dann auch, wenn man mit Leuten die ersten Paper schreibt, dann so ein bisschen schwer da immer. Da muss man halt so ein bisschen kreativ sich überlegen, was ist das, was ich variiere, wie nenne ich das und wie nenne ich die einzelnen Werte, die das annehmen kann. Und da ist man manchmal, oder ist man geneigt, so ein bisschen sloppy drüber zu reden. Aber muss man ja nicht. Also man kann sich das ja klar machen. Faktor, wie gesagt, in diesem Fall ein Faktor mit verschiedenen Leveln, also verschiedenen Werten, die der Faktor annehmen kann. Und so ein Design mit zwei Gruppen, wie gesagt, das hatte ich ja von Anfang an auch gesagt, diese randomisierten Gruppendesigns, die sind schon populär in der klinischen Forschung. Das ist halt eher nicht das, was sie im Expra machen. Da werden sie keine zwei Gruppen machen. Könnten sie auch mal vorschlagen, dass sie bitte zwei Gruppen untersuchen wollen und nicht in allen Probandinnen die gleichen Bedingungen, oder nicht die gleichen, sondern alle Bedingungen durchführen, sondern eine Bedingung pro Gruppe machen, so wie man es in einer klinischen Forschung machen würde. Dann sparen sie sich auch Repeated Measures an. Das ist also ein typisch klinisches Forschungsdesign, ein einfaktorielles Studiendesign. Natürlich kann man da auch komplexere machen, und macht man auch oft. Und es gibt halt verschiedene Varianten, und die wollen wir einmal durchsprechen, damit so ein bisschen klar wird, warum man manche Dinge macht. Also eine Variante wäre, eine Treatment- und eine Kontrollgruppe zu haben. Eine andere wäre eine Treatment- und eine Placebo-Gruppe. Eine dritte Variante wären zwei Treatment-Gruppen und eine Kontrollgruppe und letztlich auch Pre-Test-Post-Test-Designs. Und da schauen wir uns jetzt einmal alles an anhand dieser Studiendesign-Schemata. Das wäre so dieses No, das wäre eine No-Treatment-Kontrollgruppe. Treatment-Kontrollgruppe, genau, No. Ich bin mir nicht ganz sicher, inwieweit meine. Das würde ich vielleicht nochmal. Irgendwie passt das nicht so ganz, diese Varianten auf die, die dann gleich kommen. Die müssen hier, glaube ich, ein bisschen anders benannt werden, aber im Prinzip geht es genau um den Kram. Es gibt halt verschiedene Varianten. Erste Variante wäre eine No-Treatment-Kontrollgruppe. Also das ist eine Treatment- und Kontrollgruppe, aber die Kontrollgruppe, ich glaube, so ist es dann gemeint, die Kontrollgruppe hat halt kein Treatment. Was passiert da? Es wird zufällig zugeteilt, und dann, wie wir eben schon gesagt haben, es wird in der einen Gruppe die Psychotherapie durchgeführt, danach wird gemessen, und in der anderen wird nichts gemacht. Und das kann ja durchaus Vor- und Nachteile haben, und man muss sich halt bei diesen Studiendesigns immer fragen, was sind mögliche Vor- und was sind mögliche Nachteile. Wenn Sie an pharmakologische Studien denken,
dann ist bei pharmakologischen Studien, glaube ich, den meisten Leuten der Begriff Placebo irgendwie so ein Begriff. Weiß jemand, was ein Placebo ist? Ein Placebo-Effekt ist ja, nur weil wir daran glauben oder dass wir davon überzeugt sind, dass irgendwie was über die Tablette wirkt, die auch wirklich wirkt. Genau. Und wenn wir das jetzt pharmakologisch sehen würden, dann wäre das hier halt eine Behandlung mit einer Tablette, die man bekommt, und hier bekommt man keine Tablette. Und dann mag es natürlich sein, dass allein der Umstand, dass man Globuli einnimmt, dazu führt, dass es einem besser geht. Oder eine andere Form von Tablette, nicht nur Globuli. Meine Schwester ist Ärztin und nimmt immer Melitonsin, ein homöopathisches Mittel zur Erkältungsbekämpfung. Das ist ein bisschen wie Alkohol, aber gut. Homöopathie, also ich weiß nicht, ob Sie hier Fans von Homöopathie sind, das ist ja so ein bisschen ein sensitives Thema, aber ich finde, es ist schon funky, ne? Die Idee, dass man es ganz, ganz doll verdünnt und dann wirkt es. Okay, so ein bisschen gegen, komplett gegen alles andere. Aber es wird ja auch von den Krankenkassen, glaube ich, teilweise bezahlt, homöopathische Behandlung. Nun gut, hier wäre es so, diese Leute nehmen irgendwas ein und diese Leute nicht. Und wenn es nun so ist, dass allein diese Tatsache, dass eine Ärztin eine Tablette gibt, man das Gefühl hat, es passiert etwas, dass das zu einer Besserung führt, ohne dass tatsächlich die Tablette einen Einfluss hat. Das kann man halt hier nicht unterscheiden, weil man in dieser anderen Gruppe halt gar nichts macht und die halt nicht das Gefühl haben, dass sich um sie gekümmert wird. Also deshalb sind diese No-Treatment-Kontrollgruppen einerseits, das ist auch ganz interessant, also so unter pharmakologischen Aspekten würde man vielleicht sagen, naja, also da, das wissen wir ja, es gibt Placebo-Effekte und da wollen wir dann für kontrollieren, was man dann ja auch tut, indem man zum Beispiel eine Placebo-Kontrollgruppe einrichtet, die, wo dann die eine Gruppe tatsächlich das wirkliche Treatment bekommt. Also das bekam sie hier ja auch, nur es war unklar, ob das über den Placebo-Effekt hinausgeht. Hier würde die Kontrollgruppe halt ein Placebo bekommen, also ein Schein-Treatment, also meinetwegen eine Tablette, die genauso aussieht wie die Tablette, wo der Wirkstoff drin ist, die aber den Wirkstoff nicht enthält. Und wenn es denen danach genauso viel besser geht wie denen danach, dann würde man ja denken, okay, also es hat schon beides ein, wir wissen tatsächlich aus dieser Sache, das kommen wir noch zu, wir wissen gar nicht, ob es zu einer Verbesserung führt, aber egal wie es denen danach geht, wenn es den beiden gleich gut geht, ist ja gut. Dann hat aber dieses Treatment keinen Effekt über den Placebo-Effekt hinaus, wenn es überhaupt einen Effekt gab, was man in so einem Experiment sowieso nicht so richtig sehen kann, aber das sehen wir dann gleich noch. Tatsächlich ist es so, wenn man Psychotherapie-Studien anschaut, dann ist oft die Kontrollgruppe, und das werden Sie dann vermutlich irgendwann später auch nochmal ein bisschen mehr drüber hören. Wir werden uns ein Beispiel aus der Psychotherapieforschung anschauen, da ist das dann gerade so, bin ich der Meinung, da ist die Kontrollgruppe oft eine Waitlist-Control. Da gibt es eine Frage. Also No-Treatment-Kontrollgruppen ist also, wenn wir sie irgendwie behandeln, also sei es therapeutisch oder theoretisch. Nee, eben nicht. Also ein Teil nicht so behandeln und die andere Gruppe so behandeln. Genau, also da passiert gar nichts und da wird mit der Therapie behandelt. Genau. Und bei Placebo ist alles, was mit Tabletten zu tun hat, die halt kein Wirkstoff. Ja, Placebo ist aber ein allgemeinerer Begriff. Also Placebo ist jetzt nicht nur auf Tabletten bezogen, sondern Placebo wäre ein Scheintreatment. Also hier würden Sie ganz normal würden Sie irgendwas machen und hier würden Sie das Gleiche machen, aber ohne den Wirkstoff. Und da ist natürlich die Frage, und da wollte ich dann kurz noch was zu sagen, also bei Psychotherapieforschung wird man oft sehen, dass eine Waitlist-Control durchgeführt wird. Und das heißt, die Leute warten halt auf ihre Psychotherapie, bei denen passiert also nichts. Die machen also gerade kein Scheintreatment durch, wenn das die Kontrollbedingung ist, sondern bei denen vergeht halt einfach nur Zeit. Und natürlich machen die vielleicht irgendwas, das ist ja dann oft bei Psychotherapieforschung auch nicht unbedingt unabhängig von der Einnahme von Psychopharmaka. Das ist ja dann nicht, dass jetzt, wenn
man Psychotherapieforschung macht, dass dann die Leute auf einmal keine Psychopharmaka mehr nehmen sollen oder dürfen oder können oder so, sondern das machen die vielleicht. Sie reden natürlich auch mit anderen Leuten, vielleicht gehen sie auch zur Seelsorge, also alles, wo sie mit jemandem reden können. Das sind oft die Kontrollgruppen in der Psychotherapieforschung. Ich bin ja schon lange der Meinung, sage es auch mal wieder, man sollte mal auch vernünftige Placebo-Kontrollgruppen bei Psychotherapieforschung machen. Und das ist dann aber natürlich gar nicht so einfach, weil natürlich wird sie, da muss man halt schon sehr genau hinschauen, was jetzt die Psychotherapie ausmacht und was da der Wirkstoff sein soll und was halt auch nicht. Da muss man sich halt sehr klar darüber werden, was jetzt an der Psychotherapie über die Tatsache, dass man einmal die Woche mit jemandem über Probleme spricht, jetzt das Merkmal der der speziellen Psychotherapie ist. Das ist natürlich einfacher, wenn Sie zwei Psychotherapien vergleichen. Dann, und das sehen wir auch gleich, dann passiert mit den Patienten natürlich Woche für Woche genau das Gleiche. Nur wenn Sie es mit nichts vergleichen, dann vergleichen Sie halt den Fall, die Patienten reden mit jemandem einmal die Woche, jemandem professionell, zu, es passiert einfach gar nichts. Aber jetzt bei Placebo-Therapien, das werden schon alles Menschen, die auch vorher eingewilligt haben, dass sie dann das Studium haben. Genau, also das ist natürlich immer vorausgesetzt. Ja. Aber ich meine, das klingt irgendwie ein bisschen fragwürdig, wenn man. Wenn man jetzt eine Person mit Depression hat und jetzt wenn sich nicht weiter zum Studium hält, wenn man irgendwie mit einer wirkungsvollen Therapie durchführt und mit den anderen Bescheid therapiert. Klar, aber das macht man pharmakologisch natürlich auch. Also ja. Das ist ja klar, also natürlich gibt es natürlich auch gerade bei klinischen Studien auch ethische Constraints. Also klar, und deshalb macht man bestimmte Sachen ja auch nicht. Andererseits ist eine Waitlist-Control, macht es ja dann auch nicht so viel besser. Also das ist ja dann liegt ja daran, dass das Gesundheitssystem überlastet ist, dass die Leute dann keine Behandlung zu dem Zeitpunkt bekommen. So. Aber ja, klar, also das bei Placebo-Treatments ist es halt so, das wird man natürlich dann, das kann man ethisch natürlich nicht so gut rechtfertigen, wenn es um wirklich schwerwiegende Erkrankungen geht. Also Sie können jetzt nicht natürlich nicht schwerkranken Krebspatientinnen erzählen, vielleicht sind sie in der Placebo-Gruppe. Eventuell schon, wenn die tatsächlich so austherapiert sind und nichts mehr anschlägt, dann das tatsächliche Treatment sehr experimentell ist, es eigentlich kaum Evidenz gibt und eventuell natürlich muss man bei klinischen Studien insbesondere auch Nebenwirkungen vorab erklären. Aber natürlich kann es auch sein, dass Leute durchaus bereit sind, einmal im Sinne der Forschung und sowas teilzunehmen und andererseits auch natürlich, weil die Hoffnung ist, dass auch was sehr Experimentelles dann hilft und vielleicht sind sie in der Gruppe. Also, und die Chance hätten sie ja nicht, wenn sie gar nicht an der Studie teilnehmen. Das war jetzt auch nicht so super super ethisch alles, aber man kann sich trotzdem Szenarien vorstellen, in denen das jetzt auch nicht komplett verwerflich ist. Und natürlich macht man diese Studien ja auch nicht, um jetzt irgendwie Leute in Placebo-Gruppen zu tun, sondern man macht das ja, damit man langfristig natürlich einen Benefit für Patientinnen erstellt. Genau, also das wäre so eine Möglichkeit und genau, also bei Psychotherapie sieht man so Placebo-Kontrollgruppen nicht so häufig, aber das bezieht sich jetzt halt nicht nur auf Psychotherapie. Also wenn solche Studiendesigns gibt es ja meinetwegen auch bei Hirnstimulationsstudien, wie sie hier in der Neuropsychologie oder kognitiven Neurowissenschaften gemacht werden. Das ist auch so ein typisches Ding oder auch ein Tierexperiment natürlich. Da nennt man diese Placebo-Gruppen immer Sham-Control. Das kann ich habe ich jetzt nicht nachgeguckt, könnt ihr mal kurz googeln, was Sham eigentlich bedeuten soll. Das bedeutet letztlich auch eine Placebo-Kontrollgruppe. Zum Beispiel gibt es ja die transkranielle Magnetstimulation oder auch die Gleichstrom-Stimulation. Da bekommen die Placebo-Kontrollgruppe, die machen ja dann immer eine Aufgabe und es wird irgendwie das Gehirn gesappt. In der tatsächlichen Treatment-Bedingung, in der Kontrollgruppe
kriegen die dann auch eine Elektrode aufgeklebt und meinetwegen macht das Geräusch, das Stimulationsgerät auch noch ein Geräusch. So, aber es wird halt nicht tatsächlich stimuliert. Und das ist so die typische Kontrollbedingung bei Stimulationsexperimenten im Bereich transkranielle Gleichstromstimulation oder TMS. Also Sham Control Conditions sind halt auch Placebo-Kontrollbedingungen. Gut, andere Fragen? Okay, so das typische Ding, oder was man halt sehr oft sieht, ist der Vergleich zweier Treatments, also meinetwegen Verhaltenstherapie A versus eine neue Verhaltenstherapie, die tiefenpsychologische Aspekte mit einbezieht, meinetwegen. Und dann würde man eine Gruppe von zufällig zusammengestellten experimentellen Einheiten diese erste Bedingung untersuchen und die andere mit der anderen. Das ist auch im klinischen Kontext, ist das natürlich dann auch ethisch meist sinnvoller, weil dann das üblicherweise ein Standard-Treatment ist. Also eine Gruppe bekommt das Treatment, was sowieso immer angewendet wird, und die zweite Gruppe bekommt etwas Experimentelles. Und dann ist ja auch manchmal so, dass wenn man dann ziemlich schnell sieht, dass diese experimentelle Gruppe, dass das nicht mindestens gleichwertig ist, dass man solche Studien noch abbricht. Also dann macht man ja dann auch nicht, wenn man sieht, bei der Entwicklung von meinetwegen Krebsmedikamenten oder sowas, dass man dann, wenn man anfängt zu beobachten, okay, nach ein, zwei Monaten sterben tatsächlich in dieser neuen Therapie, fangen an, Leute zu sterben und der anderen noch nicht, dann hört man auch auf damit. Natürlich wird man das nicht hoffen, dass das so ist, sondern man soll natürlich, und so ist es ja dann auch im klinischen Bereich, schon gute Gründe haben, dass man der Meinung ist, dass die, dass das neue Treatment mindestens so effektiv ist wie das Standard-Treatment. Aber das bekommen dann alle auf jeden Fall eine Behandlung. Was man daraus nicht ziehen kann, und das finde ich dann bei Psychotherapie-Studien dann immer interessant, natürlich kann man dann zeigen, dass die eine Therapie ein bisschen mehr hilft als die andere, aber man hat halt keine Aussage darüber, wie gut denn nun das Standard-Treatment eigentlich hilft, weil man halt hier keine weitere Kontrollbedingung hat. Und ja, das ist ein Thema, so richtig stark werde ich mich da das nächste Semester einarbeiten im Master, weil wir da dann im klinischen Master auch mit Meta-Analysen uns beschäftigen. Es gibt, es gibt große Meta-Analysen zur Effektivität von Verhaltenstherapie bei Depressionen und oder Psychotherapie genereller. Also massiv sind die Effekte nicht. Also Pim Kuipers ist da so der führende Forscher auf dem Gebiet. Das ist jetzt, der sehr viel Meta-Analysen gemacht hat im Bereich Psychotherapie-Forschung. Und es lohnt schon, sich die anzuschauen. So, also ich will nicht sagen, dass das alles keinen Effekt hat, so ist es nicht. Aber es ist halt so im es ist halt ein Baustein im Gesamtkontext der Behandlung von psychischen oder psychiatrischen Erkrankungen, so sollte man es vielleicht sehen. Aber genau, letztlich schauen wir uns im Master dann. Das ist eigentlich ja, was die Effektivität angeht, das ist ja eigentlich nicht nur mein Spielfeld, sondern ich soll da ja dann eher oder hier erklären erstmal, was so Studien sind und da dann wie Meta-Analysen funktionieren. Aber natürlich ist es irgendwie interessant, dann auch mal zu gucken, was sind denn da so die Effekte. In so dem Kontrast zweier Treatments, da wird man natürlich irgendwie sehen, okay, den einen geht es danach vielleicht ein bisschen besser, den anderen nicht, oder es geht beiden gleich gut. Okay, aber man hat halt keine Aussage darüber, ob jetzt das versus gar nichts irgendwas hilft. Na, hier sehen wir aber auch mal was mit Weightless Control als Beispiel, und da sehen Sie dann auch einen positiven Effekt von Psychotherapie. Das wäre halt so ein
Design, finde ich, wie man dann natürlich dann oft, wenn man, also man kann ja dieses Design wählen, wenn man jetzt ganz etabliert hat, dass das Standard-Treatment besser hilft als ein Placebo-Treatment. Dann braucht man halt nicht in jeder Studie, die man dann noch macht, wenn man wieder was Neues hat, immer wieder eine Weightless-Kontrolle mit oder eine überhaupt Placebo-Kontrolle, nicht Weightless, sondern eine Placebo-Kontrollgruppe mitlaufen lassen. Es ist aber auch nicht unsinnig, das zu tun, weil es natürlich immer wieder validiert, dass bestimmte Dinge halt Effekte haben, und Reproduzierbarkeit und Replizieren von Studienergebnissen ist natürlich auch eine gute Sache. Also deshalb macht man das halt auch häufig, und dann hat man nochmal repliziert, dass ein Standard-Treatment besser wirkt als eine Placebo-Bedingung. So ein typisches, oder erstmal, auch wenn das jetzt noch nicht so das allerbeste Design ist, aber so ein ganz gutes Design, wo man dann einiges sieht, ist natürlich so ein Design. Man hat ein Standard-Treatment, man hat ein neues Treatment, man macht auch noch ein Placebo-Treatment, teilt zufällig zu und beobachtet dann hier, das ist mein Beispiel, man vergleicht Face-to-Face-Psychotherapie mit Online-Psychotherapie und die Placebo-Bedingung wäre sowas wie Seelsorge. Wo es halt kein Manual gibt und es meinetwegen auch keine Studien gibt, ob Seelsorge nun hilft oder nicht, die wird es aber auch geben. Und die Frage ist auch, was heißt Seelsorge? Und haben Seelsorger nicht auch eine Ausbildung? Und machen die nicht auch irgendwas Strukturiertes? So, also das ist gar nicht so einfach, eine Gesprächstherapie sich auszudenken, die dann eine vernünftige Kontrolle für eine Psychotherapie ist. Das so ein Design, in dem es exponiert wird und dann gemessen, hat aber auch Nachteile, und deshalb gehen wir halt dann auch noch einen Schritt weiter. Generell haben diese ganzen Designs, die ich Ihnen jetzt gezeigt habe, ja das Problem, kann ich Sie jetzt interaktiv fragen, aber das meine ich, dass Sie messen hier einmal am Ende, und wenn es so war, also Sie gehen ja irgendwie davon aus, dass Sie zufällig zugeteilt haben, aber natürlich kann es sein, dass Sie auch zufällig in die eine Gruppe etwas mehr Leute gelost haben, denen es meinetwegen bei psychischer Erkrankung vorher schlechter ging als in der anderen Gruppe. Und dann behandeln Sie meinetwegen mit zwei Treatments und die sind genau gleich effektiv, ganz genau gleich. Wir haben bei jeder Person den gleichen Effekt. Dann ist das, was am Anfang an Unterschieden bestand, natürlich am Ende auch noch da. Und wenn Sie nur am Ende messen und dann Unterschiede finden, dann wissen Sie halt nicht, ob diese Unterschiede von Anfang an da waren oder ob diese Unterschiede auf die Exposition zu den jeweiligen Therapien zurückzuführen ist. Also man kann in diesen Designs keine Aussagen über die Pre-Treatment-Gruppenunterschiede machen, weil man da halt nicht gemessen hat. Die einfache Lösung ist dann misst man da doch einfach nochmal. Also nicht im Nachhinein, aber wenn man es plant, und dann macht man es auch. Und eine andere Sache ist, dass man, wenn man Dropout hat, also wenn Leute zwischendurch das Treatment abbrechen, also es gibt ja durchaus Treatments, die schon lange dauern, also Psychotherapien dauern ja auch, gehen ja so 3 Monate bis noch sehr viel länger, dass Leute aussteigen und nicht mehr weitermachen. Und wenn man das findet, aber vorher nichts gemessen hat, dann weiß man ja auch nicht, warum die, also dann hat man keine Chance irgendwie festzustellen, warum jetzt da Leute aussteigen. Sei es, weil sie vielleicht das Gefühl hatten, es hilft nichts, weil sie halt von Anfang an es ihnen schlechter ging als eine andere Gruppe. Und deshalb macht man halt üblicherweise, und das werden wir dann auch, wenn wir uns Daten anschauen, ich benutze ja dann durchgängig immer so Psychotherapie-Effektstudien als Beispiele, immer dabei mitdenken. Man benutzt halt Pre-Post-Test-Designs. Das bedeutet, dass man bei jeder Person vor Exposition zu dem Treatment einmal den Stand misst und einmal danach. Natürlich würde man irgendwie davon ausgehen, dass man eine Zufallsaufteilung erstmal da keine Unbalanciertheiten hat, aber so groß sind die Stichproben dann oft auch nicht, und dann ist es nun auch nicht
Das ist zwar ein Nachteil, natürlich ist ein bisschen höherer Zeit- und Kostenaufwand da zu messen. Und wenn das aufwendige Untersuchungen sind, dann ist es natürlich auch vielleicht sogar einiges mehr Kosten. Also wenn jetzt hier nicht nur ein Fragebogen ausgefüllt wird und meinetwegen eine Eignungsdiagnostik gemacht wird, ein Interview geführt wird, sondern wenn damit auch noch meinetwegen MRT und Blutuntersuchungen verbunden sind, dann kostet das natürlich schon was, wenn Sie jetzt die Anzahl der Untersuchungen verdoppeln. Aber andererseits haben Sie auch dann wirklich die Möglichkeit, den Unterschied, den das Treatment macht, auf der Ebene der einzelnen Personen nachzuvollziehen. Sonst wissen Sie es halt nicht, weil Sie nicht wissen, wie es den Leuten vorher ging. Und deshalb ist eigentlich das, und das in dem anderen Kurs und auch in dem Deskriptivstatistikkurs schauen wir uns immer nur die Differenzen zwischen Post und Prä an. Ich hatte das, glaube ich, auch in dem einen Beispiel auch schon mal gemacht. Da muss man sich dann nur noch orientieren. Bedeuten positive Zahlen eine Verbesserung oder eine Verschlechterung? Das muss man dann von Fall zu Fall sich immer wieder klar machen, wie das jetzt ist und was hohe Zahlen eigentlich bedeuten und so weiter. Also da darf man nicht davon ausgehen, nur weil das Prä-Post-Test ist, dass negative Zahlen immer irgendwie assoziiert sind mit es wird etwas schlimmer. Es kann auch halt eine negative Zahl, gerade die Reduktion sein. Da muss man sich orientieren, aber es geht halt um die Differenzen. Es geht halt darum, wie verändert sich eine Symptomatik, ein klinischer Zustand, irgendwas unter der Exposition des Treatments. Und hat natürlich leichte Nachteile, aber ich denke, diese Nachteile werden oft natürlich dadurch, dass man dann besser weiß, was eigentlich los ist, ausgeglichen, insbesondere bei Psychotherapiestudien. Natürlich weiß man dann, sobald man hier einmal untersucht wird, mit einem Fragebogen schon, wie der Fragebogen aussieht. So, das mag. Und da wird es dann halt, da kommt es dann ein bisschen auf den Kontext an. Also wenn das meinetwegen so ein Intelligenz oder so ein Skill, sagen wir mal, so ein Skill-Test ist, dann mag das natürlich, also wenn Sie jetzt hier, aber dann muss man, wenn das so ein Skill-Ding ist, dann haben Sie hier natürlich schon mal ein bisschen gelernt, wie so ein Fragebogen generell aussieht, meinetwegen Reaktionszeit-Fragebogen. Und dann haben Sie natürlich hier irgendwie einen Lerneffekt. Und weil Sie schon wissen, wie das aussieht, sind Sie hier vielleicht noch ein bisschen besser. Aber da muss man dann auch wieder sagen, diese Lerneffekte sind ja erstmal auch in der anderen Treatment oder auch in so einem überhaupt kein Treatment gleich. Und da ist es dann nur die Frage, ob es Interaktionen gibt. Also hat die Tatsache, dass Sie hier zweimal, also dass Sie hier den Test wiederholen, dass Sie einen Lerneffekt haben, in Interaktion mit dem spezifischen Form des Treatments, hat das dann überproportional starke Effekte. So, also etwas, was nicht, auch ich glaube für so Interaktionen schauen wir uns dann sowieso auch noch Beispiele an, aber etwas, das jetzt kein, ich denke jetzt an sowas wie, Sie verbessern sich, aber wenn Sie hier etwas kriegen, dann verbessern Sie sich in diesem Fall stärker als in diesem Fall. Und das mag von Interesse sein, also es mag sein, dass Sie hier halt irgendwie so eine Lerndroge bekommen und dann verbessern Sie sich stärker, aber es kann sein, dass dieser Lerndrogeneffekt vielleicht gar nicht der Effekt ist, an den Sie eigentlich interessiert sind, sondern etwas anderes und dann führt diese Interaktion natürlich zu Problemen. Das sind aber eher, also jetzt gerade im Bereich Psychotherapieforschung ist das nicht wirklich das Problem. Also wenn Sie hier einmal den BDI machen, einmal ankreuzen, wie es Ihnen geht und danach einmal ankreuzen, wie es Ihnen geht in Ihrer Selbstanschauung, und dann meinetwegen noch mit einem klinischen Interview durch eine Fremdeinschätzung, dann ist es jetzt nicht so schlimm, dass Sie jetzt schon mal vor 3 Wochen gesagt haben, dass es Ihnen da nicht so gut ging. Da werden Sie jetzt, dieser Lerneffekt wird jetzt nicht irgendwie groß verfälschen, dass es Ihnen dann später besser geht. Also das ist, das muss man jetzt auch nicht überstrapazieren und überbetonen. Das ist Testeffekte, Lernen, Gewöhnung, meinetwegen auch Ermüdung. Das ist dann aber natürlich nicht im Sinne von Psychotherapieforschung gemeint, sondern wenn Sie halt an einem Tag ganz viele Tests machen, dann sind Sie irgendwann halt müde und dann sind Sie hier vielleicht schlechter als vorher, weil das ganze Ding schon seit morgen um 8 läuft und dann reicht es auch irgendwann und dann wissen Sie am Ende gar nichts mehr. Genau.
Man kann die Dropout-Charakteristika dann bestimmen, wenn man hier was gemessen hat. Und generell, ja klar, hat es in höheren Zeiten Kostenaufwand, aber es ist halt auch sehr viel sinnvoller, um Effekte, die man vielleicht durch Randomisierung tatsächlich nicht komplett ausbalanciert hat, dann tatsächlich zu messen. Generell ist es ja einfach so, mehr messen ist schon gut. Und gerade wenn Sie eine Veränderung induzieren wollen, dann sollten Sie, also ich glaube, es spricht erstmal nichts dagegen, dann zu schauen, eine Veränderung ist halt immer dadurch gekennzeichnet, dass danach etwas anders ist als davor. Und wenn Sie davor nicht bestimmen, wie es war, dann ja, ist es nicht sehr hilfreich. Also wir werden im Generellen immer an Pre-Post-Test-Designs denken und da sind dann auch, was wirklich nur interessant ist, sind die Differenzwerte zwischen Pre und Post. Das sind dann die Werte von Interesse und die sehen wir dann auch häufig. Genau, hier ist noch ein Beispiel, das können wir uns noch anschauen und dann können wir noch kurz Pause machen. Dass wir so ein Beispiel für ein randomisiertes, einfaktorielles Pre-Post-Test-Design ohne Kontrollgruppe. Die Evaluation von Psychotherapie-Settings bei Depressionen, einmal Face-to-Face, einmal online. Das Setting wäre hier der experimentelle Faktor, die Level wären Face-to-Face und Online-Therapie. Dann einmal dadurch gekennzeichnet, dass sie vor Ort in einem Gespräch mit den jeweiligen Psychotherapeuten das gemeinsam durchführen und andererseits, dass sie das irgendwie aus der Distanz durchführen, wobei da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass sich das durchaus unterscheiden kann. Man misst dann einmal vorher und einmal nachher und schaut sich die Differenzen an. Genau, das ist einfach nur noch ein Bild dazu und eine Kontrollgruppe gibt es in diesem Fall hier nicht, ist ja nicht mit abgebildet. Gut, das waren also erstmal randomisierte einfaktorielle Studiendesigns, also so ein bisschen hierarchisch aufgebaut, also am sinnvollsten und am häufigsten sieht man, und darum geht es ja auch, es ist ja nicht nur, was jetzt irgendwie sinnvoll ist und was Sie machen sollten, sondern auch, was Sie in der Literatur sehen, das sind schon diese Pre-Post-Designs und die haben halt auch gute Gründe, dass man sie so macht, trotz Randomisierung. Gut, dann machen wir einmal kurz 5 bis 10 Minuten Pause. Wie steht das denn? Ein bisschen Erholung brauche ich. Ja, machen wir mal 10 Minuten Pause und danach fangen wir mit den mehrfaktoriellen Studiendesigns an, wenn es gerade keine Fragen gibt. Okay, dann machen wir 10 nach 12 nochmal weiter. Okay, dann machen wir nochmal weiter. Und zwar haben wir jetzt über die randomisierten einfaktoriellen Studiendesigns ja geredet. Vielleicht noch als kleiner Vorgriff, die sind natürlich mit bestimmten, wenn man jetzt frequentistisch orientiert, erstmal Inferenz betreibt, mit bestimmten Datenanalysetechniken verbunden. Die Datenanalysetechniken werden Sie dann aber zum Teil erst im Sommersemester sehen. Das ist halt natürlich diese vorbereitende Einführung in Studiendesigns. Die Datenanalysetechniken, die jetzt insbesondere mit einfaktoriellen Studiendesigns verbunden sind, sind sowas wie T-Tests und einfaktorielle Varianzanalysen. Also wenn wir dann im Sommersemester, T-Tests fangen wir ja schon mal an, jetzt im Wintersemester, aber insbesondere dann im Sommersemester gehen wir systematisch durch. Wenn wir da dann bei T-Tests und einfaktoriellen Varianzanalysen sind, dann geht es dort wieder um die randomisierten einfaktoriellen Studiendesigns. Genau, und die mehrfaktoriellen Studiendesigns, die jetzt das nächste Thema sind, die sind dann an der Stelle dann natürlich das Thema in der mehrfaktoriellen, insbesondere in der zweifaktoriellen und dann ganz insbesondere in der 2x2-faktoriellen Varianzanalyse so der Hintergrund und natürlich auch das Design, auf den 2x2-faktorielle Studiendesigns gemünzt sind. Also man könnte jetzt natürlich, nachdem man jetzt über das Studiendesign gesprochen hat und so ein bisschen die Motivation, könnte man natürlich jetzt die tatsächliche Datenanalyse bei solchen Designs sich anschauen. Aber so weit sind wir halt noch nicht hinsichtlich der Vorbereitung in Wahrscheinlichkeitstheorie und so weiter. Und deshalb machen wir das erst im Sommersemester. Wie gesagt, man könnte zu diesem Zeitpunkt im Semester halt auch noch erstmal über Messtheorie reden und dann das, worüber wir jetzt reden, im Januar machen. Dann ist es vielleicht noch ein bisschen näher am Sommersemester. Andererseits, glaube ich, ist für Sie Vorlesungszeit vorbei. Sommersemester fängt an, glaube ich, der größere Unterschied in Lebenswelt als das Mitte des Semesters, weil das Ende des Semesters. Egal.
Wir greifen auf jeden Fall in unseren datenanalytischen Kursen die einfaktorialen Studiendesigns wieder auf und insbesondere auch die mehrfaktorialen Studiendesigns. Und bei den mehrfaktoriellen Studiendesigns ist es auch so, dass das so richtig klar, glaube ich, dann vor allem wird, wenn man es sich auf der Modellebene und in der Datenanalyse klar macht. Aber eine Einführung gehen wir auch schon jetzt. Sie werden auch, haben Sie vielleicht auch schon mal so faktorielle Studiendesigns in anderen Kursen gesehen? Und dann haben Sie es wenigstens jetzt auch hier schon mal gehört. Kam der Begriff Interaktion, außer bei mir, jetzt irgendwo schon mal vor? Haupteffekt, Interaktion, das ist so der typische, die Begrifflichkeiten, die damit assoziiert sind. Also kam in anderen Kursen vor? Oder nicht, also ich meine jetzt nicht, ob Sie den kennen, sondern kam der bei Florian Kaiser vor oder sowas? Ja? Aber nur bei ihm, bei den anderen nicht. Weiß man nicht? Weiß ich nicht, habe ich vergessen. Das habe ich immer gesagt. Ja, ist egal. Wie war es in der Schule? Weiß ich nicht, habe ich vergessen. Gut, in diesem Sinne schauen wir uns die randomisierten mehrfaktoriellen Studiendesigns an. Und da muss man sich so ein bisschen eindenken. Und das geht halt so ein bisschen über das einfaktorielle Denken hinaus. Und eine erste Einführung bekommen Sie jetzt hier. Wir werden die aber natürlich dann wieder aufgreifen, insbesondere im Sommersemester, wenn wir uns halt, wie gesagt, mit zwei Faktorien und Varianzanalysen beschäftigen. Mehrfaktorielle Studiendesigns sind erstmal dadurch gekennzeichnet, dass man mehr experimentelle Faktoren hat als ein. Da gibt es noch eine Frage. Ich wollte Sie jetzt nicht unterbrechen, bloß hatten wir kurz auf die SK-Frage geschaut und sind uns unsicher, dass vielleicht so als Grundlage war richtig für mich persönlich. Erläutern Sie die Begriffe des Studiendesigns mit Randomisierung bzw. Wiederholungsmessung. Ich habe es jetzt so verstanden, dass Randomisierung quasi diese zufällige Zuteilung ist und Wiederholung dann quasi eine erneute Messung anhand der gleichen Probanden. Genau, also, nö, das war zwar dann natürlich zu dem Inhalt der letzten Woche, die Dings, aber es ging ja um das hier. Das ist ja die, da sehen Sie ja die Erläuterung zu der Frage. Gut, gibt es sonst noch Fragen zu letzter Woche oder zu irgendwas? Nein, okay. Gut, vielleicht habe ich die Frage am Anfang auch gar nicht gestellt, bin mir gar nicht so sicher. Gut, wir sind jetzt gerade übergegangen zu den mehrfaktoriellen Studiendesigns und in dem Wort mehrfaktorielles Studiendesign steckt ja schon drin, dass es mehr als einen Faktor gibt. Eben hatten wir gesehen, der experimentelle Faktor war zum Beispiel die Psychotherapie und da gab es dann die Level oder die Werte, die der annehmen kann. Psychotherapie A, meinetwegen Verhaltenstherapie B, Psychoanalyse und C oder 3, keine Therapie. Hier werden jetzt mehrere Faktoren kombiniert. Was die Faktoren dann sind und was Beispielfaktoren sind, das sehen wir dann auch gleich. Was sind sie eigentlich hier? Ich hatte das immer. Genau, hier das Beispiel, was wir uns dann anschauen, kann ich einmal kurz vorgreifen, sind Therapieformen und das Setting. Die Designs können dann unterschiedlich gestaltet sein. Es gibt insbesondere das, zwei Begriffe da, die wichtig sind. Einmal das Cross-Design und einmal das Nested-Design. Das heißt, das ist einfach, sind einfach Vokabeln. Bei Cross-Design wird jedes Level, jedes Faktors mit allen Leveln aller Faktoren kombiniert. Und Nested-Design ist, wenn man bestimmte Faktor-Level-Kombinationen sich nicht anschaut. Generell sind so Nested-Designs, oft ist es dann so, dass die Leute, die machen irgendwas und dann stellen sie dann nachher fest, wir haben hier ein Nested-Design, wir hätten das auch mal messen sollen. Also es macht schon generell Sinn, wenn man sich eine Studie überlegt, zu überlegen, was sind hier eigentlich die experimentellen Faktoren, was manipulieren wir eigentlich, was sind unsere unabhängigen Variablen. Und wenn man dann feststellt, dass man tatsächlich an einer an der Betrachtung mehrere Faktoren interessiert ist, dann macht es generell erstmal Sinn, Cross-Designs zu machen, wenn man dann wirklich alles misst und alles mit der gleichen Qualität misst. Es gibt natürlich manchmal so Gründe, dass manche Sachen halt einfach nicht existieren, aber das sind dann meistens auch schon wieder Designs, die über randomisierte Designs hinausgehen und irgendwie so Mischungen sind aus
ich habe jetzt kein gutes Beispiel, aber die Mischung sind aus Within- und Between-Subject-Faktoren. Und wenn man jetzt einen Between-Subject-Faktor hat, meinetwegen, also das ist jetzt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber wenn man meinetwegen sowas hat, wie man schaut sich Schule und Studium in, also die Effekte von Schule und Studium, also Bildung, auf Junge und Alte, boah, das ist ein bisschen an die Haare, weil ich will mir zeigen, was Elastic Design dann auch mal sein kann. Schauen wir uns erstmal Cross-Design an, weil sonst kommen sie da jetzt nicht mit. Cross-Design würde bedeuten, wir kombinieren alle Level jedes Faktors mit allen Leveln der anderen Faktoren. Und da muss man erstmal sich so ein bisschen eindenken. Und wir schauen uns das insbesondere am Beispiel zweifaktorieller Studiendesigns mit Cross-Design an. Also wir haben zwei Faktoren, also statt einem Faktor haben wir jetzt zwei Faktoren. Und wir schauen uns jetzt erstmal ein Cross-Design an. Ein Beispiel für Nested Design gebe ich dann später vielleicht noch. Was soll das heißen? Wir haben erstmal im Sinne der abhängigen und unabhängigen Variable eine abhängige Variable. Und im Fall von dem, was Sie sich hier im Bachelor, was Sie da erstmal lernen, ist sie auch univariat. Also Sie messen eine Zahl und die messen Sie an individuellen experimentellen Einheiten, zum Beispiel Probanden. Zum Beispiel, Sie messen BDI an Probanden. Meinetwegen auch Differenzen zwischen Prä und Post, das sind ja dann auch univariate Sachen, an einer Gruppe von Probanden oder Patientinnen. Sie haben darüber hinaus zwei unabhängige Variablen, das sind ja die Faktoren, die sind diskret und die haben mindestens zwei Level jeweils, weil sonst passiert halt bei der einen unabhängigen Variable nichts und dann haben sie wieder ein einfaktorielles Design. Die unabhängigen Variablen, wie immer bei diesen faktoriellen Designs, die werden Faktoren genannt und die Stufen der Faktoren werden Level genannt. Und jedes Level eines Faktors wird mit allen Level des anderen Faktors kombiniert. Man bezeichnet die Designs dann üblicherweise anhand ihrer Faktor-Level. Also wenn wir zum Beispiel ein 2x2 Design haben, dann bedeutet das, dass wir zwei Faktoren haben. Der erste Faktor ist diese erste Zahl. Und die nennen wir dann Faktor A, damit wir nicht durcheinander kommen mit Faktorbezeichnung und Levelbezeichnung. Und wenn es 2x2 oder 2x3 oder 4x2 heißt, dann kann man daran ablesen, dass der Faktor A zwei Level hat und dass der Faktor B zwei Level hat, beziehungsweise hier, dass der Faktor A zwei Level hat und dass der Faktor B drei Level hat. Das populärste Design in dieser und das einfachste Design natürlich in diesem Schema ist ein 2x2 Design, also ein 3x1 Design. Wenn der eine Faktor nur ein Level hat, dann hat man halt einfach ein einfaktorielles Design mit drei Level. Aber wenn man ein 2x2 Design hat, dann hat halt jeder Faktor mindestens zwei Level und es passiert etwas. Und man hat halt auch noch eine überschaubare Anzahl von Messungen, die man durchführen muss, weil man muss halt in jeder Kombination eine Anzahl von Messungen durchführen. So dass, wenn man jetzt meinetwegen ein 4x2x5 Design hat, man schon sehr viele Gruppen haben will. Das wird gleich noch ein bisschen deutlicher, wenn wir das uns im Beispiel anschauen. 2x2 Designs sind also sehr populär. Das entsprechende datenanalytische Verfahren ist die 2x2 ANOVA. Und wie man sich ein 2x2 Design dann vorstellen kann, das schauen wir uns jetzt dann hier mal mit so ein paar Bildchen an. Also generell geht es darum, jedes Level, jedes Faktors mit allen Leveln des anderen Faktors zu kombinieren. Wir haben hier also erstmal einen Faktor A. Beispiel wird gleich sein das Setting einer Psychotherapie mit zwei Leveln. Beispiel wird gleich sein Face-to-Face versus Online. Das hatten wir auch schon mal gesehen. Und jetzt haben wir mal noch einen zweiten Faktor, mit dem wir diesen Faktor A kombinieren. Der zweite Faktor ist in diesem Fall die Therapieform. Das ist hier eine kognitive Verhaltenstherapie mit Achtsamkeitsübung, Mindfulness und eine mit Exercise. Das ist tatsächlich ein Beispiel aus Marburg.
glaube, gab es das so genau? Auf jeden Fall diese Mindfulness und Exercise, das sind tatsächlich Sachen, die es gab, dann weiß ich, die sind aus einer Studie, ob die das jetzt mit Face-to-Face und online kombiniert haben, da bin ich gar nicht sicher. Die haben das mit anderen Sachen, die haben das, glaube ich, mit CBESP und normaler Verhaltenstherapie kombiniert. Aber das kann uns jetzt erstmal egal sein. Wir kombinieren also das Level 1 von Faktor A sowohl mit Level 1 von Faktor B als auch mit Level 2 von Faktor B. Deshalb steht hier A1, B1 für Faktor A, Level 1, Faktor B, Level 1 und Faktor A, Level 1, Faktor B, Level 2. Und das machen wir aber auch mit dem Level 2 von Faktor A. Wir kombinieren also Faktor A Level 2 mit Faktor B Level 1 und Faktor A Level 2 mit Faktor B Level 2. Das heißt halt crossed. Wir haben hier alle Kombinationen aller Level, also Level 1 mit Level 1, Level 1 mit Level 2, Level 2 mit Level 1 und Level 2 mit Level 2. Das ist hier an diesem Beispiel erst nochmal dargestellt. Also man hat jetzt hier erstmal zwei Faktoren, nämlich das Setting und die Therapieform mit den jeweiligen Level, Face-to-Face, Online, Verhaltenstherapie mit Mindfulness-Übungen, Verhaltenstherapie mit Sportübungen. Das ist jetzt hier nochmal so ein bisschen bildlich dargestellt, ist vielleicht ein bisschen klein. Oder haben Sie einmal Face-to-Face, ein Face-to-Face-Setting, hier auch ein Face-to-Face-Setting, hier ein Online-Setting, hier auch ein Online-Setting und dann einmal hier Mindfulness-Übung, hier Mindfulness-Übung und hier einmal eine Sportübung, einmal eine Sportübung. Warum macht man das Ganze jetzt überhaupt, dass man so Dinge kombiniert? Weil man dann bestimmte Dinge sich anschauen kann und zwar ein bisschen mehr als im rein einfaktoriellen. Natürlich kann man sich auch mit einem einfaktoriellen Design anschauen, ob Depression bei Depressionen face-to-face oder im Online-Setting wirksamer ist. Dafür braucht man kein 202-Design machen. Genauso kann man sich anschauen, ob Verhaltenstherapie mit Achtsamkeitsübungen hilfreicher ist als kombinieren mit Sport. Was man aber in solchen Settings sich auch anschauen kann, ist, ob ein Unterschied, meinetwegen zwischen Mindfulness und Exercise, vom Setting der Psychotherapie abhängig ist. Also wenn es, gehen wir davon aus, es gibt hier einen Unterschied, ist der Kontext entscheidend. Also gibt es diesen Unterschied zwischen Mindfulness und Exercise nur, wenn man eine Face-to-Face-Therapie macht oder auch, wenn man eine Online-Therapie macht. Oder ist er größer in der Online-Therapie? Und andersrum, wenn man eine Verhaltenstherapie mit Mindfulness-Übungen macht, ist es dann entscheidend, ob diese Therapie im Face-to-Face-Setting oder im Online-Setting durchgeführt wird. Oder wenn man mit Exercise das macht, ist da entscheidend, ob das Face-to-Face oder online ist. Oder ist es egal. Diese Fragen von Kontextabhängigkeit, das nennt man dann auch Interaktion, Unterschiede von Unterschieden, das sehen wir dann gleich noch, das kann man sich halt in so mehrfaktoriellen Designs anschauen. Und das kann man sich halt in einfaktoriellen Designs Kontextabhängigkeit nicht anschauen, weil man da den Kontext halt nicht variiert. Da würde man Face-to-Face versus Online machen, aber halt für eine Verhaltenstherapie. Das ist halt die Sache, warum man das macht. Gleichzeitig kann man aber natürlich auch den Unterschied zwischen Face-to-Face und Online sich anschauen, halt dann gemittelt über verschiedene Therapieformen oder den Unterschied zwischen verschiedenen Therapieformen gemittelt über unterschiedliche Settings. Und natürlich kann man auch diese Daten wegschmeißen, wenn man will, und sich nur den Unterschied hier im Face-to-Face-Setting anschauen. Also man hat einfach noch mehr Dinge untersucht, erstmal und insbesondere auch Kontextabhängigkeiten, die ja interessant sein können. Also das ist zwar kein Beispiel für ein randomisiertes Design, weil in diesem Fall das ist dann die Gruppen darüber bestimmen würden, wie, also das ist ein Beispiel für randomisiertes Design, was ich jetzt gleich sage, ist kein Beispiel für randomisiertes Design. Man kann sich natürlich auch so Unterschiede anschauen zwischen älteren Erwachsenen und jüngeren Erwachsenen. Das ist dann nicht komplett randomisiert, weil jüngere und ältere Erwachsene dann ihre Gruppen ausmachen. Geht also in Richtung Quasi-Experiment, aber natürlich ist dann die Frage, hilft das genauso gut oder besser bei jüngeren versus älteren Erwachsenen? Und diese Kontexteffekte, die kriegt man halt in mehrfaktoriellen Studiendesigns mit. Was man sich immer klar machen soll, da können wir gleich ja, nochmal drauf eingehen,
Ja, also die, was man sich, ja, machen wir es hier erstmal. Man muss sich da immer klar machen, hinter jeder dieser Zellen, man nennt das auch die Zellen eines Designs, in einem randomisierten Design steht eine Gruppe von Patientinnen. Ne? Also in jede dieser Zellen, haben Sie meinetwegen 20 Patientinnen, von denen Sie BDI-Differenzwerte messen. Genauso hier, genauso hier, genauso hier. Hier ist es einmal, das ist eigentlich nicht so schön, weil wir eigentlich schon etabliert haben, dass, ich glaube, das ist noch aus einem anderen Kurs übernommen oder so, wir haben eigentlich schon etabliert, dass Prä-Post-Test-Designs besser sind und jetzt steht das da irgendwie nicht mehr. Natürlich, das Entscheidende, worauf das das Entscheidende, was das hier betonen soll, ist, dass Sie, wenn Sie ein 2x2-Design haben, 4 experimentelle Gruppen haben. Und wenn Sie meinetwegen ein 2x5-Design haben, dann haben Sie 10 experimentelle Gruppen. Das muss man sich halt immer klar machen. Sie können das auch als experimentelle Bedingungen nennen. Und dann haben Sie hier 4 experimentelle Bedingungen. Die experimentellen Bedingungen sind halt gerade durch die Kombination der Level der Faktoren gekennzeichnet, also A1 mit B1, A1 mit B2, A2 mit B1 und A2 mit B2. Und auf Ebene der Daten, und das ist dann, was natürlich im nächsten Semester dann noch wichtiger wird, haben Sie halt in jeder der Gruppen, bei denen da sind ja dann Patientinnen, haben sie für jede dieser Kombinationen einen Datensatz von, und üblicherweise wird man die gleich große Gruppen nehmen, von meinetwegen 20 Datenpunkte pro Zelle, pro Kombination des Ganzen. Genau, das schauen wir uns gleich noch an. Gibt es soweit erstmal Fragen? Okay, dann wollte ich hier einmal noch das Beispiel machen, wenn es kein Cross-Design ist. Also die Idee, die ich hatte, wäre, das ist zwar dann auch nicht unbedingt ein Beispiel für ein völlig randomisiertes Design, weil wir hier auch wieder 10- bis 20-Jährige machen und hier 50- bis 60-Jährige. Das ist dann nicht randomisiert, weil dieser Faktor halt kein randomisierter Faktor ist, weil sie da unterschiedlich alte Erwachsene reingehen. Wenn Sie sowas haben, Sie wollen irgendwie den Effekt von Schule und Universität in verschiedenen Altersklassen auf, was weiß ich, Berufswahl oder so, oder Zufriedenheit, Lebenszufriedenheit ist noch vielleicht noch schöner. Was weiß ich. Irgendwas wollen Sie messen, zum Beispiel Lebenszufriedenheit als abhängige Variable. Dann haben Sie in diesem Fall Lebenszufriedenheit. Dann haben Sie in diesem Fall natürlich das Problem, dass für 50, 60-Jährige, da können Sie messen, die sind zu, sagen wir mal ganz einfach, die sind zur Schule gegangen, sind, haben studiert. Natürlich werden alle zur Schule gegangen sein, aber gut. Man könnte das jetzt hier Uni und Promotion meinetwegen und dann würde es auch funktionieren. Worauf ich hinaus will, ist, dass 50- bis 60-Jährige sowohl zur Schule gegangen sind, als auch zur Uni gegangen sein können. Das gibt es also. 10- bis 20-Jährige können noch im Wesentlichen nicht zur Uni gegangen sein. Also das gibt es diese Zelle hier irgendwie nicht. Und das wäre ein Beispiel für Nested Design. Das kommt meistens, dass das. Dass man, das gibt es dann halt einfach nicht, was dann angelegt ist in dem Studiendesign. Das ist nicht furchtbar wichtig, nur das kann halt auftreten, je nachdem, was Sie nun gerade untersuchen wollen. Und dann stellen Sie irgendwann fest, naja, aber das gibt es ja gar nicht. Dann kann ich hier also auch kein 2x2 machen, dann habe ich auch kein Cross-Design. Da müssen Sie sich nur klar machen, okay, dann habe ich halt ein Nested-Design, was kann ich denn da machen? Und dann müssen Sie halt ein Buch lesen, wo das entsteht. Das ist also ein Beispiel für Messdesign. Ist nicht das, was wir im Kontext des ersten Studienjahres jetzt speziell betrachten, sondern wir betrachten halt immer diese Cross-Designs, wo es prinzipiell möglich ist, alle Zellen sich anzuschauen. Gut,
Dann kommen wir jetzt noch zu dem wichtigsten Punkt dieser heutigen Vorlesung. Aber wir warten noch kurz das ab. So, jetzt wird es richtig spannend. Entschuldigung, bin ich ein bisschen durch. Die Sachen, die wir eben schon angedeutet haben hinsichtlich der Kontexteffekte, die bekommen im Rahmen von mehrfaktoriellen Studiendesigns spezielle Namen. Und das sind die Begriffe der Haupteffekte und Interaktion. Und die Begriffe muss man so ein bisschen einüben und sich da auch wieder immer dann klar machen, was damit gemeint ist. So richtig, richtig klar wird es dann vor allem, wenn man auch mal Daten analysiert. Da sind wir jetzt noch nicht ganz und deshalb können wir da noch nicht so viel zu sagen. Aber wir können schon mal so ein bisschen eine intuitive Einführung zumindest geben, die in diesem Fall, glaube ich, auch so der formalen Einführung vorgeschaltet dann nicht unhilfreich ist. Was sollen also Haupteffekte und Interaktionen in 2x2 Designs sein? Da muss man sich erstmal mal klar machen, Haupteffekte beziehen sich auf den Effekt eines Faktors gemittelt über alle anderen Faktoren. Im 2x2 Design ist das dann halt nur der eine andere Faktor. Also man kann in so einem 2x2 Design mit Setting und Therapieform vom Haupteffekt von Setting sprechen und vom Haupteffekt von Therapieform. Mehr Haupteffekte gibt es nicht. Und was damit dann gemeint ist, ist der Unterschied zwischen den Leveln des Faktors, also bei Setting Face-to-Face versus Online. Wenn man sozusagen vergisst, dass man hier eine Mindfulness und hier eine Exercise-Manipulation hatte und einfach sagt, okay, wir hatten, die hatten Therapie und klar, da gibt es unterschiedliche Therapien, aber über die mitteln wir jetzt. Was ist der Unterschied zwischen Face-to-Face und Online? Und das bezeichnet man jetzt erstmal so ganz intuitiv und grobschlächtig als den Haupteffekt von Setting. Genauso kann man hier natürlich sich den Haupteffekt von Therapieform anschauen. Also was ist der Unterschied zwischen Verhaltenstherapie mit Mindfulness-Übung und was ist der Unterschied zwischen Verhaltenstherapie mit Mindfulness-Übung und mit Sportübung? Unabhängig davon und im Sinne von gemittelt über Face-to-Face und Online-Settings. Das sind erstmal die Haupteffekte. Also Sie haben, wenn Sie ein höherdimensionales Design haben, also wenn Sie drei Faktoren haben, also meinetwegen 2x2x2 Design oder andere Arten von höherdimensionalen Designs, dann haben Sie halt entsprechend drei Haupteffekte und Sie haben immer so viele, wie sie Faktoren haben und man mittelt dann entsprechend über die Level der anderen Faktoren. Vielleicht das nur einmal, damit Sie, falls Sie da ein bisschen drüber nachdenken wollen, wir werden da nicht viel machen, aber bei einem 2x2x2 Design haben Sie natürlich irgendwie hier zwei Level, hier zwei Level und dann kombinieren Sie die alle nochmal mit einem weiteren Level. Also wenn man jetzt hier Setting, Therapieform, dann könnte man vielleicht dann noch so haben, unter Psychopharmaka-Behandlung ohne Psychopharmaka. Also der Faktor wäre ja so pharmakologische Behandlung. Dann hätte man Ja und Nein als Level. Das wäre für ein 2x2x2 Design eine mögliche Sache, die man sich anschauen kann. Generell müssten Sie dann natürlich, haben Sie entsprechend mehr, um gute Mittelwerte und also Stichprobenmittel und Stichprobenvarianzen zu bestimmen, brauchen Sie natürlich entsprechend mehr Probanden. Es ist natürlich entsprechend aufwendiger und so weiter. Das sind also erstmal Haupteffekte und dann gibt es in diesem Kontext halt den Begriff der Interaktion. Der bezieht sich halt auf Kontexteffekte. Man spricht ja immer von der Interaktion der beiden Faktoren. Und Interaktionen beziehen sich immer auf Unterschiede von Unterschieden. Hier geht es erstmal um Unterschied. Ist der Unterschied zwischen, gibt es einen Unterschied zwischen Level 1 und Level 2 von Faktor A, beziehungsweise gibt es einen Unterschied zwischen Level 1 und Level 2 von Faktor B. Interaktion
Da geht es um Unterschiede von Unterschieden. Also ist der Unterschied zwischen A und B, der Unterschied von 1 und 2, Entschuldigung, ist der Unterschied zwischen Face-to-Face und Online, ist dieser Unterschied in der Verringerung wegen der Depressionssymptomatik, ist der anders als der Unterschied hier zwischen Face-to-Face und Online, wenn es sich um eine wenn das mit einer Exercise-Übung kombiniert ist. Also es hilft, sich erstmal klarzumachen, dass Interaktion Unterschiede von Unterschieden sind. Und wir werden das im Sommersemester noch zu Genüge visuell darstellen und so weiter. Wenn Sie, machen es einmal zum Spaß, Sie haben ja da vier Bedingungen, A1, B1, A1, B2, A2, B1 und A2, B2. Und dann haben Sie da Gruppen und Sie können ja da dann manchmal Stichproben Mittelwerte der Werte in Ihren Gruppen bestimmen. Und wenn Sie dann finden, dass Sie zum Beispiel sowas haben, Sie haben hier einen Unterschied zwischen B1 und B2, wenn der Faktor A das Level 1 hat. Wenn dieser Unterschied, und der kann auf sehr viele verschiedene Art und Weisen unterschiedlich sein, aber wenn der zum Beispiel beim Faktor Level A2 anders ist, also hier ist der Unterschied negativ, B1 ist größer als B2, hier ist der Faktor, hier ist der Unterschied, hier ist der positiv, B2 ist größer als B1, ja, den muss ich das von dem abziehen, das ist er negativ, wenn Sie von dem das abziehen, ist er positiv, aber hier ist er jedenfalls andersrum. Wenn dieser Unterschied unterschiedlich ist von diesem Unterschied, dann spricht man erstmal ganz grob von einer Interaktion. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, also der Unterschied kann auch unterschiedlich sein, wenn zum Beispiel hier kein Unterschied ist, dann ist hier ein Unterschied und da ist aber kein Unterschied. Oder er kann auch so unterschiedlich sein, dass zum Beispiel hier der Mittelwert 0 ist. Da gibt es also viele Möglichkeiten und so ganz genau und noch in anderen visuellen Darstellungen schauen wir uns das dann erst im Sommersemester an und insbesondere dann auch, was die Frage einer signifikanten Interaktion ist. Das kann durchaus schon mal auftauchen, ich weiß nicht, wie die Kolleginnen ihre Vorlesung gestalten, aber wenn da mal 2x2 oder faktorielle Designs vorkommen, dann kann das schon mal sein, dass die sagen, ja, und da gab es auch eine Interaktion und die war auch signifikant. Was das genau heißen soll, das schauen wir uns dann noch genau im Sommersemester an. Aber da brauchen Sie auch wieder dieses Vorwissen und sollten vor allem in der Sprache Faktor, Level, Haupteffekt, Interaktionen schon so ein bisschen orientiert sein, bevor Sie sich dann die entsprechenden Modelle und Formeln dazu anschauen. Das hilft schon. Gut, gibt es soweit erstmal Fragen? Okay, dann würde ich sagen, das Anwendungsbeispiel nehmen wir uns, das ist dann das Besprechen einer Studie, also einer klinischen Studie, Internet-Based versus Face-to-Face Cognitive Behavioral Intervention for Depression, a Randomized Control Non-Inferiority Trial. Das ist halt ein randomisiertes Stichproben-Design im Bereich Psychotherapieforschung und dann tatsächlich auch mit diesem Online versus Face-to-Face. Da schauen wir uns dann beim nächsten Mal genauer an. Das kam schon, wurde so ein bisschen schon angedeutet bei der klinischen Forschung, anwendungsorientierten Forschung in dieser einen Vorlesung, aber wir gehen das mal so ganz im Detail durch, damit Sie dann mal auch im Wesentlichen so ein Paper gelesen haben und sehen, dass diese Begriffe, die wir jetzt hier alle so eingeführt haben, in der echten Welt tatsächlich auch vorkommen. Gut, gibt es erstmal Fragen noch? Das heutige. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann machen wir Schluss und dann nächste Woche an dieser Stelle weiter. Okay, dann haben wir jetzt hier noch das Anwendungsbeispiel. Letztlich funktioniert die Kommunikation von Wissenschaft ja dann nicht nur über Promo-Videos mit beruhigender, aber auch anregender Musik im Hintergrund, sondern im Wesentlichen halt auch immer noch über
wissenschaftliche Publikationen und also Paper, Texte. Und in diesem Anwendungsbeispiel, da ist so ein bisschen die Idee, dass wir uns dieses Paper so ein bisschen genauer angucken, um so ein paar Sachen so wieder zu erkennen, die Sie halt jetzt dann auch wieder öfter sehen. Also wie gesagt, es wird immer oft um WDI gehen, es wird immer oft um Online versus Face-to-Face gehen. Wir haben über randomisierte, kontrollierte Studien geredet, und um das dann mal so an einem Anwendungsbeispiel sich anzuschauen. Manche Sachen davon werden Sie noch nicht kennen, weil wir die noch nicht gemacht haben, aber vielleicht kennen Sie die sowieso schon. Haben wir hier dieses Paper genommen. Darauf machen wir, glaube ich, auch im zweiten Semester auch noch so Anwendungsbeispiele. Das ist ein Paper von 2014, ist jetzt nicht so das ganz Neueste, also ist bald 10 Jahre alt, aber es hat halt auch, ist auch in diesem Bereich der angewandten Forschung oder der klinischen Forschung, Internet-based versus face-to-face, cognitive behavioral intervention for depression, a randomized controlled non-inferiority trial. Und da wollen wir nur einmal so ein bisschen so den Eindruck gewinnen, wie jetzt die Dinge, die wir bis jetzt so gesehen haben, da dann eine Rolle spielen. Und wie man das in solche Art von Studien denn auch sieht, weil sie werden ja dann diese Studien, irgendwann dann auch mal sehen. Jetzt wird es ja dann auch in den anderen Fächern noch sehr viel um Grundlagen gehen. Aber nichtsdestotrotz, wenn Sie Psychotherapeutin oder Psychotherapeut werden wollen, dann sind das ja die Studien, um die es dann letztlich geht, beziehungsweise Ihre Meta-Analysen. Und wenn Sie im Master sind, dann sehen Sie vor allem halt auch diese Studien. Das soll jetzt erstmal, das ist alles aus diesem Paper kopiert. Das zeigt jetzt erstmal, wie so eine, also dass so eine Zufallszuteilung auf die Gruppen tatsächlich stattfindet, beziehungsweise auf jeden Fall da dokumentiert ist. Die haben halt hier irgendwie eine Face-to-Face-Gruppe, eine Online-Gruppe. Und es liegt dann so, dass die natürlich die Studie beworben haben und 191 Leute sich erstmal daraufhin gemeldet haben, und davon einige dann auch sich nicht wieder, als sie dann kontaktiert wurden, nicht mehr mitmachen wollten. Und dann gibt es natürlich neben der Zufallszuteilung noch weitere Kriterien immer bei Studien, die dann Einschluss- oder Ausschlusskriterien sind. Also hier waren Ausschlusskriterien, Koexistenz anderer psychiatrischer Krankheiten, hohes Selbstmordrisiko, eine bipolare Störung, aber auch nur geringe Symptome, und natürlich bei dem Ganzen immer wichtig, dass die Leute einwilligen in die Teilnahme an der Studie und dem dann zufällig auf die Bedingungen zugeordnet werden. Neben diesen beiden Bedingungen, die dann basierend auf den verbleibenden 62 Patienten zufällig zugeteilt wurden, gibt es noch eine Waitlist-Control-Bedingung hier. Die haben sie jetzt hier nicht mit drauf geschrieben. Und die sind also in die Studie eingetreten. Und vielleicht einmal nur hier wurden am Anfang natürlich auch mit dem BDI-Score gemessen, also vor Eintritt. Also es gab da einen Pre-Test, und dann haben nicht alle die Studie beendet. Insbesondere in der Online-Gruppe sind sieben Leute aufgehört, aufgehört, in der Face-to-Face-Gruppe 2. Und da das ist natürlich auch gut, das haben wir auch diskutiert, diesen Pre-Test gemacht zu haben. Dann kann man zumindest gucken, ob es irgendwelche anderen Dinge noch gab, die am Anfang unterschiedlich waren. Wir werden gleich sehen, was hier online tatsächlich bedeutete. Das war vor allem schriftbasiert, und hier gab es dann die Probleme mit dem Schreiben. Eine Person hätte dann doch lieber Face-to-Face gemacht und wollte dann in der Online nicht mehr mitmachen. Technische Probleme, oder es ist einfach so besser geworden.
Die sind hier raus gefallen und aus der Face-to-Face-Gruppe einmal keine Gründe angegeben und einmal schon verbessert. Also es haben nicht alle dann das abgeschlossen. Und dann haben wir 28 die Studie in der Face-to-Face-Gruppe abgeschlossen, 25 in der Online-Gruppe. Und dann gab es nochmal ein Follow-up nach 3 Monaten. Das ist jetzt nichts, das werden wir hier auch sehen. Das ist jetzt nichts, was wir jetzt schon besprochen haben. Das ist dann halt nochmal so ein Post-Post-Test, um nochmal zu schauen, wie sich die Situation der Patientin dann 3 Monate später nach Abschluss der Therapie darstellt. Also insbesondere die zufällige Zuteilung, also die Randomisierung, ist halt hier passiert auf die beiden Gruppen. Das sind dann so Sachen, die man sich anschaut hinsichtlich demografischer Ordnung, Deskriptivstatistiken. Also da kommen Sie jetzt ja auch so langsam hin in dem anderen Kurs, also Mittelwerte und Standardabweichungen werden hier natürlich berichtet. Wie gesagt, die Tests wurden auch durchgeführt, also ein BDI-Score wurde erhoben und da waren die beide sehr ähnlich, die Face-to-Face-Gruppe etwas höher und das haben die dann hier noch aufgeteilt, wie viel Prozent in welcher BDI-Score-Range waren. Und dann wurde halt die Studie durchgeführt, dafür sind jetzt nicht so furchtbar schöne Abbildungen in der Studie, deshalb, aber es macht schon Sinn, sich das einmal anzuschauen. Also erstmal, das geht hier, glaube ich, vor allem noch um die Zuordnung. Also Primary and Secondary Outcome Measures were collected. Outcome Measures sind ja immer die Dinge, die man misst, die abhängigen Variablen, das heißt im Klinischen immer Outcome Measure, were collected at pre-treatment, post-treatment, also pre-post-design and 3-month follow-up. All measures for both intervention groups were administered through online diagnostics. Das ist dann schon mal ein bisschen modern. A number of studies have shown that online format questionnaires produce results as valid as pen and paper questionnaires. Kann man halt auch erstmal validieren, ob Leute sich, wenn sie auf einer Webseite oder auf einer Webseite letztlich was klicken, ob die dann anders antworten, als wenn sie es auf Papier machen. Aber nicht. Und dann, deshalb hatte ich das, glaube ich, auch nochmal rauskopiert, the 62 applicants included in the study were randomized by a true random number service. Das ist halt, das hatte ich auch schon mal gesagt, da bekommen sie Zufallszahlen in einer One-to-One-Ratio, was dann sicherlich versucht, die Gruppen einigermaßen gleich zu halten. Und dann 32 to online group, 32 face-to-face. Diesen Random Number Service hat der Study Coordinator durchgeführt und es fand keine Stratifizierung statt, also keine Blockbildung. Was das ist, das sehen wir dann im Kontext der nicht randomisierten Studiendesigns, die ja das nächste Thema sind. Also es wurde nicht irgendwas weiteres noch kontrolliert, sondern bei der Zuteilung, sondern einfach zufällig mit diesem Random Number Generator zugeteilt. Kleine Anekdote. Für Bewerbung im höheren Fachsemester an der OFGU wurde bis jetzt gelost, weil es dann immer Bewerberinnen gibt, einige, und wir haben nur recht wenige Plätze, weil natürlich die Sachen belegt sind. Und es wurde bis jetzt nicht nach Note gestaffelt. Das wollte ich jetzt gern ändern, weil das ja sowieso die ganze Zeit ist und so weiter und so fort. Auf jeden Fall hatte ich dann die Zulassungsstelle gefragt, wie haben Sie das eigentlich gelost? Sie haben es gelost. Sie haben es auf Papier geschrieben, die 100 Bewerberinnen ausgeschnitten, einen Topf getan und dann gezogen. Es wurde tatsächlich gelost. Fand ich erwähnenswert, zumindest. Gut. Man kann es auch, also man muss auch nicht über die Webseite gehen, man kann natürlich auch anders lose. Man muss natürlich nur wissen, und das ist vielleicht eine Sache, die dann vielleicht nicht uninteressant ist, wenn man Zufallsgeneratoren benutzt, die man selbst auf seinem Computer hat, dann sollte man schon irgendwie dafür sorgen, dass, wenn man es öfter macht, dass man nicht immer den gleichen Seed benutzt, sondern macht man immer die gleiche Zufallszuteilung.
Das mag mal vor allem, das ist jetzt vielleicht bei solchen Studien, vielleicht ist da tatsächlich das eher so, dass man das macht, das machen wir nicht selbst, sondern das lassen wir extern, die machen die Randomisierung, sodass keiner sagen kann, wir hatten irgendwie falsch randomisiert. Aber bei so Zufallsgeneratoren in R und so weiter, die sind ja durchaus reproduzierbar, weil das eigentlich chaotische Systeme sind, also nicht wirklich zufällige Dinge. Und wenn Sie da immer den gleichen Startpunkt für diese Sequenz von Zufallszahlen wählen, dann bekommen Sie halt immer die gleiche Randomisierung. Das aber eher so bei Experimental Design für Sie, also bei Experimentprogrammierung für Sie erstmal dann von Interesse. Was hier dann steht, ich kann mal ein bisschen reinzoomen, ist, wie das genau aussah. Und das ist auch interessant, weil das hat Herr June, das kann man natürlich auch in so einem Kontext von jetzt einem Interview dann ja auch erstmal nicht so alles darstellen. Aber man muss schon, es macht schon Sinn hinzuschauen, was, worum es eigentlich ging. Also Online- und Face-to-Face-Intervention Groups, ich kann das nicht, warte mal. Ich kann auch so reinzoomen, oder? Ja. Online- und Face-to-Face-Intervention Groups received a brief Cognitive Behavioral Therapy Program for Depression. Hautzinger, das ist so das Standardding für das Standard-CBT-Ding für Depressionen und basiert auf dem Beck-Manual, also Hautzinger hat das im Wesentlichen übersetzt. Und das hat halt verschiedene Module. Ich weiß nicht, inwieweit Sie schon mal mit Psychotherapie konfrontiert waren. Das sind halt so verschiedene Abschnitte, in diesem Fall Einleitung, Verhaltensanalyse, Aktivitätsplanung, Tagesstruktur, Lebensrückblick, kognitives Restrukturieren, soziale Kompetenz und Rückfallprävention. Das ist einfach erstmal so, dass die CBT und dann further patients in both groups were given the same psychoeducation and received the treatment modules in the same chronological order. Also das war zwischen Face-to-Face und Online gleich. Und dann der Unterschied war, patients in the face-to-face condition attend 1 hour weekly treatment session for 8 weeks, so wie es ja Standard ist, with their allocated psychologist. They were also given weekly homework assignments, wie es ja auch in CBT dann viel der Fall ist. Und das ist dann hier, wo man dann mal ein bisschen gucken kann. The online intervention was given as a guided intervention with intensive therapist contact based on the principles applied in a number of previous studies. The internet-based treatment manual was time involved responding to text requiring 20 minutes per text depending on the therapist's experience with internet-based therapies. Each scheduled writing assignment lasted 45 minutes and patients were given the 2 writing assignments in each week of the 8-week treatment period. Therapists provide individual written feedback within 1 working day along with the instruction for the next writing assignment. Also die Online-Therapie war dann eine textbasierte Therapie. Das war also, das war aber auch 2014 natürlich. Das war jetzt keine Zoom-Therapie. Und das ist ja dann doch wieder noch ein bisschen was anderes, als was jetzt Herr Junne gerade gezeigt hat unter dem Namen Tele. Psychotherapie oder Telemedizin, das weiß ich auch nicht, was das soll, dass die jetzt Online-Sprechstunden und so mit Telemedizin bezeichnen. Wer hat sich das denn ausgedacht? Teletext, das ist so späte 70er. Tele? Wer sagt denn das? Also wirklich, oder? Telemedizin? Oder ist das jetzt irgendwie neu? Habe ich irgendwie was verpasst? Aber Teletext, das war so dieses Internet auf dem Fernseher von ARD und ZDF, das, was sie dann irgendwann mal abgeschafft haben. Naja, auf jeden Fall, heute ist, glaube ich, wenn man an wenn man Telemedizin sagt, dann denkt man eher sowas wie Zoom oder halt Videocall. Das war hier was Schriftbasiertes und das nur so als Detail. Und dann die Outcome Measures, das, um das nochmal zu sagen, das sind tatsächlich die BDI-Scores. BDI-2, das ist der Fragebogen, den ich Ihnen mal vorgestellt habe. Da müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Und das sind dann die Resultate zwischen Online und Face-to-Face. Und wie Sie sehen, also das sind Mittelwerte und vermutlich, das sind nicht Standardabweichungen, sondern Standardfehler. Das ist die Standardabweichung nochmal durch Wurzel n geteilt. Dann sieht es kleiner aus. Was das genau soll, das sehen wir, wenn wir über Schätzer reden, dann werden wir auch den Standardfehler eines Schätzers einführen.
Die, was man hier sieht, ist, die waren ja ungefähr, hatten ungefähr die gleichen Depressionsscores vor Beginn und sie sind auch ungefähr gleich in der Posttest nach diesen 8 Wochen dann angekommen, also beim BDI von 12. Also es hat sich bei beiden verbessert, also man findet jetzt irgendwie keinen Unterschied. Das ist auch okay oder gut. Wo die Autoren dann einen Unterschied finden, ist im 3-Month Follow-up. Da ist es dann im Online noch mal ein bisschen besser geworden, bei Face-to-Face. Ja, also ich glaube, wenn die testen das dann auch, also die gucken, wie groß die Unsicherheit hier ist, und ich glaube, bin mir gar nicht sicher, schauen wir mal, was sie sagen. Also es, die Daten sind ja variabel, also ich glaube nicht, dass das jetzt hier ein besonders bedeutender Unterschied ist, aber man kann natürlich darüber spekulieren, warum die sich dann hier dann doch stärker unterscheiden als nach Posttest. Und da spekulieren die Autoren dann dran, moreover, in the 3 months follow-up, participants in the online group indicated clinically significant changes. More participants indicated clinically significant changes in the face-to-face group. Reasons for this might include that the online intervention has less personal guidance and therefore puts a stronger focus on self-responsibility to conduct the treatment modules and homework assignments than the face-to-face intervention. This might evoke a stronger, longer-lasting sense of self-efficacy in handling negative thoughts and depressive behavior. Also die Idee ist, dass die, weil die halt so ein bisschen selbstständiger arbeiten mussten in ihrer Online-Therapie, dass die dann das sich selbst besser beigebracht haben und dann auch später das beibehalten können. Aber das ist natürlich spekulativ. Aber das kommt halt ein bisschen dabei raus, wenn man halt die Bedingungen halt nicht nur online, dass es face-to-face macht, sondern halt dann auch noch so ein bisschen hinsichtlich der Modalität der Applikation der Bedingungen ändert. Weil man könnte ja auch das, dass man mehr schreibt oder so, das kann man ja auch in der Face-to-Face-Therapie machen. Gut, aber da gibt es noch eine Frage. Also, ich bin nicht mehr wirklich mitgekommen, weil es in meinem Kopf nicht so richtig Sinn ergeben hat. Also, die Leute, die online gemacht haben, haben später, also nochmal bei der nächsten Überprüfung, besser abgeschnitten, also waren zufriedener mit ihrem Leben. Nur was hat zufriedener mit ihrem Leben? Sie haben, Sie kennen den BDI-Fragebogen. Das ist ja kein Lebensqualitäts- oder Lebenszufriedenheitsfragebogen, sondern das ist halt ein Depressionsfragebogen. Und da gibt es halt diese Punkte für diese Fragen. Und ja, die online gemacht haben, haben geringeren BDI 3 Monate danach als die Leute, die face-to-face gemacht haben. Aber das ist halt ein Unterschied von 5 Punkten. Also das ist jetzt auch nicht massiv so. Aber und ich will ja auch gar, also es ist nicht so, dass ich das irgendwie so ein spannendes Ergebnis finde oder so. Die unterscheiden sich dann nach 3 Monaten nochmal, das sieht man halt in dieser Figur. Und die Erläuterung ist dann, ja, die haben ja auch selbstständiger gearbeitet. Das ist aber jetzt nicht, dass ich Ihnen irgendwie erzählen will, dass online irgendwie besser ist oder irgendwas. Es ist nur, das haben die halt gefunden. Aber im Wesentlichen haben sie gefunden, dass sich zwischen Prä- und Posttest kein großer Unterschied zeigt zwischen online und face-to-face. Das ist so, aus meiner Sicht, das mehr so das Hauptfinding. Also es ist nicht so, dass die Online-Leute alle bleiben bei 25 und das bessert sich nichts, sondern die Online-Leute werden auch besser. So, aber sie werden jetzt auch nicht sehr viel besser oder sie werden nicht sehr viel besser als die Face-to-Face-Leute. Und solche Art von Studien, das ist ja nur eine ganz kleine Studie aus einem Wust von hunderten Studien, die die ganze Zeit gemacht werden, die gibt es halt. Und wenn Sie dann in Ihrem zweiten Semester im Master sind, dann reden wir auch über Meta-Analysen von diesen Studien im klinischen Master. Gut, das war also nochmal so ein Anwendungsbeispiel von so einem randomisierten einfaktoriellen Studiendesign. Also so, da war jetzt noch nichts mit mehr Faktoren, sondern da war ja einfach der eine Faktor Art der Therapie und der hatte halt 2 Level, Face-to-Face und Online. Aber da dieses Face-to-Face zu Online halt dauernd vorkommt und man das irgendwann auch nicht mehr hören kann, nur noch mal Ihnen zu zeigen, dass das ist real. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist wichtig. Gut, gibt es noch Fragen zu der Vorlesung zu randomisierten Studiendesigns? Weil ansonsten haben wir die dann damit abgeschlossen. Ja. Als ich die Selbstkontrollfragen gemacht habe,
Können wir nochmal für einzeln sprechen? Wie viele Faktoren mit jeweils wie vielen Leveln hat ein 3x4x2 Design? Ja, das können wir gerne besprechen. Das ist halt, das, da muss man sich halt diese, man nennt das halt so, also Professor Junge, wir müssen auch ungefähr zur gleichen Zeit angefangen haben, also ich kenne ihn nicht persönlich, aber wobei ich ihn jetzt kennenlernen werde, er ist auch, oh nee, das ist auch gar nicht passiert. Ich werde ihn kennenlernen. Darf ich das erzählen? Doch nicht. Doch, weiß ich nicht. Aber ich werde ihn kennenlernen. Und ich habe nicht gesagt, in welchem Kontext. Es ist dann so, dass Professor Junge zum Beispiel sagen würde, ja, Sie möchten Ihre Bachelorarbeit bei uns machen, das ist sehr schön, wir machen gerade eine die sogenannte Sustain-Studie, das ist eine Multicenter-Studie mit Kollegen in Tübingen und wir haben dann 2x2-Design. Und dann ist die Erwartung, dass Sie verstehen, was Professor Junge sagt, wenn wir, oder wenn er sagt, mein Ding ist 2x3-Design. Und deshalb gibt es diese Frage hier, damit, dass man diese Nomenklatur von Designs versteht. Das ist die Frage da. Aber vielleicht haben Sie es ja auch schon verstanden. Also kann jemand Ihrem Kommilitonen erklären, wie viele Faktoren oder mir erklären oder uns erklären, mit jeweils wie vielen Leveln ein 3x4x2 Design hat? Sie haben die Frage gestellt. Also Sie brauchen das jetzt nicht erklären. Naja, das ist halt. Alles danach nochmal mit ChatGPT probiert. Und ChatGPT hat mir rausgegeben, ich glaube, da war einfach die Antwort nur 26. Und ich dachte mir, oh, 26. ChatGPT hat nicht seine beste Zeit gerade. ChatGPT ist so ein bisschen, es geht ihm nicht so gut. Und ich glaube, er muss mal mit der, das ist die 3.5-Version, der muss mal Therapie machen bei der 4.0-Version. Weil ich hatte diese Woche, das hatte ich vorhin ja erwähnt, auch so ein bisschen Probleme mit ChatGPT. Also, weil er so Beweise, hat er so gesagt, ja, so ist das. Und er hat gesagt, nee, oh, was hat er von erzählt? Und dann meinte er, ja, sorry, nee, ist doch nicht so, ist ganz anders. Also der ist im Moment, läuft nicht so richtig, aber ist okay. Er hatte ja auch Probleme. Ne? Sein Vater hat ihn ja verlassen gehabt. Entschuldigung, ich bin jetzt ein bisschen gemein. Aber es ist ein Altmann, der auch denkt, nee, sein Vater wurde aus der Familie verbannt. Aber jetzt ist er wieder da, das geht ChatGPT auch nicht so gut. Keiner mitgekriegt? Sam Altman, OpenAI? Ja, Sie haben es nicht mitgekriegt, aber Ihr Nachbar hat es mitgekriegt. Entschuldigung. Sam Altman, der so mit einer der Architekten da, also ich glaube, keine Ahnung, ob der irgendwas da programmiert hat, aber der ja so OpenAI nach außen verkauft hat, der wurde doch mal dieses eine Wochenende wurde noch mal rausgeschmissen. Und dann war er wieder da. Egal. Also, da hatte dann ChatGPT Unrecht und wie würden Sie das denn sagen? Na, ich hatte es so verstanden, dass halt die erste Zahl dann Faktoren wären. Also. Nee. Okay, dann bin ich mal davor. Okay. Also, das funktioniert so: das ist die Anzahl der Level des ersten Faktors, wobei ob das nun der erste oder der letzte ist, ist egal. Und das ist die Anzahl des zweiten Faktors, die Anzahl der Level des zweiten Faktors und das ist die Anzahl der Level des dritten Faktors in diesem n mal p Design. Also hier 3 Level des ersten Faktors, 4 Level des zweiten Faktors und 2 Level des dritten Faktors, also wie viele Faktoren, 1, 2, 3 und wie viele Level jeweils, erster hat 3, zweiter hat 4 und letzter hat 2. Was ChatGPT meinte, war die Anzahl der Bedingungen. Ich glaube, das ist, also vielleicht haben Sie das auch einfach vielleicht hat ChatGPT recht und Sie haben es nur verwechselt, weil die Anzahl der experimentellen Bedingungen ist natürlich 3 mal 4 sind 12 mal 2, das kommen aber nicht auf 26, das kommt 24. Oder? 3 mal 4 sind 12 mal 2 sind 24. Die Anzahl der experimentellen Bedingungen in so einem Design sind 24. Also weil das ist ja 3 mal 4, wenn Sie sich das vorstellen wollen, dann ist das ja 3. Welche machen wir? Machen wir die als 3? 3. Und dann 4 in der anderen.
und dann das Ganze nochmal verdoppelt. Das sind ja die ganzen experimentellen Bedingungen, die man dann, für die man jeweils Daten erheben muss. Ja, gibt es dazu noch Fragen? Das ist so eine Konvention, das hat jetzt nichts mit Mathe oder irgendwas zu tun. Das ist so, man spricht halt von 2x3 Designs oder 5x6 Designs. Die Anzahl der Faktoren, die Anzahl der Zahlen, die da steht, 1, 2, 3 und die Level sind die Zahlen, die da stehen. Und dann ergibt sich die Anzahl der experimentellen Bedingungen aus dem Produkt. Ja. Andere Fragen noch? Ja. Ich will kurz fragen, weil Sie meinten, vielleicht habe ich ja auch was falsch gemacht, wegen Frage 14. Ich habe auch Frage 14 danach eingegeben, es kam exakt natürlich dieselbe Antwort raus, einfach nur, es ist 26. Es ist 42? Was? Es ist 42. Ja, die Antwort ist immer 42, dachte ich mir auch, aber nee, in dem Fall war es 26. Ja, wie gesagt. Ja, also ja, interessant. Es sind auf jeden Fall Tage, in denen ChatGPT nicht so performt, wie er manchmal performt. Man muss aber auch sagen, also je idiosynkratisch, also man muss es ja klar machen, ChatGPT weiß halt das, was im Internet steht. Ne? Und im Internet stehen manche Sachen und manche Sachen stimmen im Internet ja auch falsch und so weiter. Also man kann sich da... Man kann sich mehr, würde ich sagen, im Jahr 2023 auf Wikipedia verlassen als auf ChatGPT. Also das sind so Findings, die man vor 20 Jahren, hätte man die über die Wikipedia gesagt, dass bei Wikipedia Quatsch steht. Heutzutage steht das meiste, was bei Wikipedia steht, das deckt sich schon mit den Sachen, die man so kennt. Aber ChatGPT scheinbar ja manchmal nicht. Gut. Also für Frage 4, da soll jetzt eine Zahl, 14 meinte ich, Entschuldigung. Da sollte so eine Zahl rauskommen. Na, Sie sollen, okay, wir machen ja keine, Studie zu, was kann ChatGPT. Sie sollten sich das unabhängig von ChatGPT natürlich, wenn Sie da Zweifel dran haben, dann sollten Sie natürlich so wie hier nochmal fragen, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Und Sie sollten das halt auch nicht nur bei ChatGPT nochmal nachschauen. Es gibt ja auch Bücher, wo ja auch drin steht, wie faktorielle Designs und generell macht es Sinn, im Umgang mit digitalen Medien immer mehrere Quellen, also nicht nur TikTok für Nachrichten, sondern auch nochmal, Entschuldigung, aber das ist so, wenn man über Schule redet, dann ist das so ein Thema, was man im Umgang mit digitalen Medien immer hört. Man soll aus verschiedenen Quellen Sachen sich anschauen und das macht durchaus Sinn. Folgen Sie mal die... Nein, das will ich nicht sagen. Gut. Noch andere Fragen? Ja? Sorry, falls die dumme Frage ist, aber groß n bedeutet Gesamtstichprobenmenge? Groß n? Und weil es gab so ein groß n und so ein klein n in der Folie. Bei welcher? Hier? Ja. Ah, okay. Würde ich mich nicht darauf verlassen, dass Leute in verschiedenen Studien die gleichen Bezeichnungen für Dinge benutzen. Also es kann irgendwas heißen. Hier scheint es so zu sein, dass und es mag auch eine Konvention sein und Sie werden auch dann ja im zweiten Semester APA Guidelines sehen, also dass in der Psychologie von der Amerikanische Gesellschaft von Psychologie geraten wird für, und das ist dann genau das, was Sie gesagt haben, die Original-Sample-Size mit Groß-N zu bezeichnen und dann die Bedingungen mit Klein-N. Vermutlich kommt das aus so einer APA-Guideline, dass Sie das so machen, aber da würde ich mich auch nicht drauf verlassen. Also das wird jetzt, das ist, also Sie werden dann Anfang des zweiten Semesters diese APA-Guidelines sehen. Das ist hilfreich, aber diese APA-Guidelines kennen auch nur Psychologinnen, denen diese APA-Guidelines irgendwie vorgeschrieben wurden und die haben auch extrem viele Nachteile, diese APA-Guidelines. Und es gibt ja auch mehr als Psychologie und es gibt auch Studien und so weiter und so fort. Also das mag oft so sein, aber man sollte jetzt nicht immer beim großen N sagen, das ist das und beim kleinen N das. N kann auch mal was anderes heißen. Ja, aber die Frage ist auf jeden Fall berechtigt.
Gut. Andere Fragen noch? Okay, dann würde ich sagen, machen wir doch hier nochmal kurz 5 Minuten Pause, weil dann können wir um 12 einsteigen in den zweiten Teil.